Frau Adams, das letzte Museum in St. Gallen hat vor knapp 100 Jahren aufgemacht. Was bedeutet jetzt die Eröffnung des Naturmuseums für die Stadt? Also zuerst muss ich mal sagen, wenn ich das höre, ich habe eine Riesenfreude. Ich habe eine Riesenfreude an diesem superschönen Naturmuseum. Und für die Stadt St. Gallen bedeutet das, ja, dass wir in der ganzen Museumswelt auch mithalten und einen Schritt für sich sind. Dass wir jetzt eben für unsere St. Gallerinnen und St. Galler so ein irrsinnig schönes und interessantes Museum auftun können. Und ich bin sicher, ganz ein Haufen Leute kommen hierher und werden auch Freude haben. Und für mich ist es auch wichtig, dass eine Stadt wie St. Gallen so ein Museum hat. Herr Rechsteiner, was sind aus baulicher Sicht die grössten Herausforderungen gewesen? Ich würde etwa drei Aspekte nennen in diesem Zusammenhang. Das ist sicher die Nähe zu der Autobahn, die uns auch beim Hochbau doch herausgefordert hat. Und dann ja auch noch bei der Planung des Parks zwischen den beiden Häusern, dem Naturmuseum und der Kirche. Dann sind es wirklich die vielfältigen Aufgaben, die ein Museum lösen muss. Und das hat dann auch einen ziemlich respektablen Planungsaufwand zur Folge mit sehr vielen Beteiligten, die dann müssen koordiniert werden. Herr Bürgin, nach knapp 3 Jahren eröffnet jetzt endlich das neue Naturmuseum. Auf was kann man sich freuen? Was sind die Highlights? Also es ist ein neues, modernes Naturmuseum mit grossen, hellen Räumen. Und eines der grössten Highlights ist natürlich das grosse Landschaftsrelief im Hintergrund von mir. Etwas schweizweit Einzigartiges. Und ansonsten von der Ausstellung her, was hat es da Spezielles? Speziell ist vielleicht, dass wir sehr viel offen präsentieren. Das schafft viel ein näheres, unmittelbares Besuchererlebnis. Wir tun aber auch viele Sachen in Schubladen, die dann vorgezogen werden, entdeckt werden. Es gibt Taschboxen, es gibt Duftstationen. Also man kann mit allen Sinnen das neue Museum wahrnehmen. Ich freue mich natürlich, dass nach vielen Jahren von der Planung, nach der Vorbereitung, jetzt endlich Türen aufgehen. Und dass wir der Bevölkerung von St. Gallen das neue Werk präsentieren können. Und ich bin überzeugt, da werden wir viele glänzende Kinderaugen sehen und Erwachsene, die hier eine Freude an diesem neuen Haus haben.